Hallo und herzlich willkommen zu The Sims 4 Builds. Heute am Sonntag habt ihr bereits ein Video von mir gesehen, und zwar ein Video, wo ich euch so ein kleines Tutorial gebe, wo es um Custom Content Download und so weiter geht. Und hier in diesem Video geht es ganz normal wie jeden Sonntag um einen Speedbuild. Und zwar um das Haus von meiner Not-So-Berry Peach Generation. Und ich habe mich schon super drauf gefreut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe momentan so ein bisschen... Also, es ist schwierig zu beschreiben. Ich würde super gerne spielen, aber diejenigen von euch, die auf Discord ebenfalls dabei sind, haben das vermutlich schon mitbekommen, dass es gesundheitlich mit meiner Hand aktuell nicht so gut aussieht und dass ich, ja, einfach warten muss, bis es besser wird. Und ich hoffe einfach, dass dieses Besserwerden sehr, sehr bald schon kommt, denn es ärgert mich einfach. Ich würde so gerne super viele Sachen machen, aber... Ich kann eben nicht, weil meine Hand mich da so einschränkt. Und ja, ich habe jetzt noch ein paar Arzttermine anstehen und dann wissen wir hoffentlich bald, was es, ja, wie das wieder besser wird. Und dann können wir endlich wieder jede Menge Livestreams machen, die mir nämlich schon super, super abgehen. Also ja, ich habe jetzt jedenfalls mal eine Therapie bekommen für die Hand. Also ich sage immer die Hand, das sind eigentlich beide Hände. Das ist das Hauptproblem. Denn wenn es jetzt nur eine Hand wäre, dann könnte ich vermutlich sogar streamen oder irgendwas zumindest machen. Aber mit beiden Händen, ja... Wenn auf beiden Händen ein Überlastungssyndrom festgestellt wurde, ist das ein bisschen schwierig. Vor allem, ich habe mit meinem Arzt letztens geredet und dann hat er gesagt, ja, sie müssen sich halt schonen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich habe aber auch anderes zu tun, denn also diejenigen von euch, die den Kanal jetzt schon ein bisschen verfolgen, wissen ja, dass ich auch an der Uni recht viel zu tun habe. Und da ist es etwas ungünstig, aber dann sagt, ja, ich kann jetzt mal so... 3 Wochen gar nichts machen, denn ungefähr so hat der Arzt sich das, glaube ich, vorgestellt. Aber ja, das ist eben nicht immer so leicht machbar, denn ich habe auch andere Verpflichtungen. Außer nur zu Hause sitzen und Däumchen drehen, wobei Däumchen drehen ja sowieso ein bisschen wehtut, weil, ja, wegen den Händen jedenfalls. So, aber jetzt habe ich genug gejammert. Ich wollte nur ein kurzes Update dahingehend geben. Also ich verschwinde nicht von YouTube oder so. Ich muss eben nur gesundheitsbedingt eine kleine Pause, was die Streams angeht, einlegen. Und ich hoffe, dass es dann bald wieder weitergeht, denn... Ich liebe die Not-So-Berry Challenge und wir sind schon so weit gekommen und ja, ich muss nur sagen, ich werde eine Weile vermutlich nicht mehr, wie soll ich sagen, Speedbuilds machen. Also, nein, das war jetzt falsch. Natürlich will ich Speedbuilds machen. Es geht nur darum, es hat angefangen, mich so ein bisschen zu ärgern, immer nur so aktuell eben dieses Peach-Rosa-Farbene zu bauen. Denn wenn man jetzt natürlich auch so Berry Challenge die letzten 3 Generationen ansieht, haben wir ja die orange Generation. Wobei, also ich meine, unsere Ginger war ja wirklich in-your-face orange und ziemlich aufgedreht und so weiter. Von dem her war es jetzt nicht so ähnlich zu dem Rosanen, aber trotzdem orange... Peach und Rosa alles hintereinander zu haben. Die Reihenfolge war jetzt nicht so richtig, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Das war leider so ein bisschen ungünstig. Und ja, ich hoffe, ihr hattet dennoch Freude daran, dem zuzuschauen. Nur, ich muss jetzt ehrlich sagen, nach dieser Generation hier freue ich mich, wenn ich wieder mal ein bisschen mit anderen Farben bauen kann für die Not-So-Berry Challenge. Und lustigerweise wurde auch auf Discord meistens dann angefragt, dass ich in ähnlichen Farben wieder baue, also auch oft Peach und oft Rosa. Und deswegen mache ich jetzt aktuell eine kleine Pause mit Birdies Bell Service und mache stattdessen Häuser für meinen Save-File. Das wird jetzt ja auch mal, ist ja auch mal Zeit geworden eigentlich. Und es macht mir aber auch super viel Spaß. Also ich habe jetzt schon, also ein Haus steht schon fix und fertig im Save-File, so wie ich es haben möchte. Das habe ich schon vor einer Weile gebaut. Das war ein Not-So-Berry Rothaus, also Rose Generation Haus. Und das habe ich damals für Mel gebaut. Ich habe das so schön gefunden und wollte auch mal selbst unbedingt darin spielen. Und deswegen habe ich einfach beschlossen, wisst ihr was? Ich hau das einfach in den Save-File rein. Und letzten Dienstag ging dann auch schon das erste Create-a-Sim-Video hoch. Also ich glaube, das war Dienstag. Ich hoffe es zumindest. Und da habt ihr eben die erste Familie gesehen. Und ich würde jetzt gerne immer so versuchen, einen Speed-Build für den Save-File mit einem Makeover sozusagen zu verbinden. Und ich glaube, das ist an sich ganz cool, wenn ich zum Beispiel so das Glück habe, dass ich schon weiß, okay, ich habe ein Haus und mache nur einen ganz normalen
Speedbuild. Dann werde ich, also ich habe nämlich auch ein paar Häuser, aber die ich gerne in meinem Save-File drinnen hätte. Also gerade so die letzten Not-So-Berry-Häuser, die ich gebaut habe, finde ich zum Teil sehr, sehr süß und würde ich eben gerne einbauen. Nur muss ich die dann eben noch platzieren und passende Familie dazu zu erstellen. Aber ich habe ehrlich gesagt schon so ein paar Sachen im Kopf, sodass ich dann vielleicht also keinen Speedbuild dann danach bringe, auf dem nächsten Sonntag, der nach dem Create a Sim kommt, sondern eben so einen ganz normalen Speedbuild. Also ich habe noch ein paar Sachen, Gott sei Dank, vorbereitet, sodass ich trotz Handicap eben Videos bringen kann. Vor allem, weil ich momentan das Glück habe, dass Martin mir die ganzen Sachen mehr oder weniger schneidet und ich dann, wenn dann nur daneben sitze und sage, oh, dies und das wäre vielleicht noch cool, oder ich sitze einfach nur hier und mache ein Voice-Over, so wie gerade im Moment. Denn das ist, glaube ich, so die gesündeste Variante, womit ich am meisten Schonung für meine Hände bekomme. Ja, jedenfalls, ich hoffe, ihr freut euch schon auf den Save-File. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist wirklich so ein riesig großes Projekt, wo man dann am Ende sicher super stolz sein kann. Am Dienstag kommt dann ein Makeover von der Delgado-Familie online. Ich habe der Delgado-Familie zum Teil nicht so viel verändert. Also die Mutter in der Familie hatte zwar einen etwas seltsamen Geschmack zum Teil. Zum Beispiel war ihre Abendgarderobe ein Tierarztkittel, wo ich mir gedacht habe, wow, in deinem Leben geht's ja ab. Also da habe ich dann beschlossen, ihr so was Interessanteres zu geben, also so Partyklamotten hauptsächlich. Also das habe ich eben überarbeitet, damit das so ein bisschen mehr Pep hat. Und ansonsten habe ich versucht, ihren Stil grundsätzlich beizubehalten. Denn wenn ich, also sie ist ja so eine Stay-at-home-Mom eigentlich, also so eine Hausfrau und Mutter mehr oder weniger. Und da wollte ich ihr jetzt nicht High Heels und super fancy Klamotten geben, denn ja, sie hat eben mit ihrer Tierarztpraxis und so weiter zu tun. Und ich muss aber sagen, nein, ich werde vermutlich aufhören, darüber zu reden, denn dann sonst fehlen mir die Anhaltspunkte für das Voice-Over, für das Create a Sim-Ding. Auf jeden Fall, die Delgado-Familie habe ich als erstes gemacht und dann habe ich für die noch ein sehr schönes, na gut, sehr schön, das ist immer Geschmackssache. Ich habe für sie ein großes Haus gebaut, denn groß ist das Haus für meine Verhältnisse auf jeden Fall, denn das Grundstück ist einfach so riesig, wo die wohnen. Und ich habe das Haus aber irgendwie seltsam gefunden, was ursprünglich deren Haus war, weil es war irgendwie so kahl. Also es war so ein riesiger, es war riesig und alles war so weiß und es sind dann nur so 5 Möbel in einem Raum gestanden, mehr oder weniger. Also, ja, war ein bisschen seltsam. Und ich habe dir dann auch einen Butler gegeben. Aber jetzt höre ich, besser gesagt, auf, über das zu reden, denn ich muss ja noch ein Speedbuild-Voice-Over dann machen und ein Voice-Over für das Create a Sim. Und sonst habe ich nichts mehr darüber, was ich noch dazu sagen kann. Als nächstes, also in Brynalton Bay gibt es ja jetzt nicht so viele Familien. Es gibt dann noch die Hacking-Familie. Wobei, ich werde bei der, da ich ja keinen CC zur Verfügung habe, jetzt optisch nicht so viel verändern. Und dann gibt es nur noch die Katzenlady. Und dann kann ich eigentlich anfangen, mir noch Gedanken zu machen über Familien, die ich so einfach dazu erstelle. Also ich glaube, das wird dann ganz cool. Wie man hier schon sehen kann, ist das mein Peach-Generation-Zimmer. Ich finde das eigentlich ziemlich süß. Ich habe nämlich jetzt in meinen letzten Not-So-Berry-Generation immer so viele Kinder gehabt. Also irgendwie ja zumindest meistens 3. Also gerade jetzt im Moment gab es ja wieder Drillinge zum Beispiel. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich aus diesem Grund schon drauf, wenn es mal weniger Kinder sind zum Spielen. Denn ja, ich kann mir bei der Peach Generation vorstellen, sie ist ja so ein Comedian mehr oder weniger und gleichzeitig aber auch als Polizist tätig. Es arbeiten beide eigentlich recht viel und gerade im Moment gibt es eben hier so ein Arbeitszimmer, wenn ich wirklich 2 Kinder und nicht nur eines nehme. Und ich denke mir auch oft, dass ich die Kinder gerne gemeinsam in ein Zimmer packe. Also vielleicht lasse ich das Arbeitszimmer dann einfach trotzdem so, wie es ist. Aber aktuell gibt es eben hier jedenfalls ein Arbeitszimmer. Und, oh, da fällt mir ein. Ich habe ja am Anfang gedacht, dass ich die Peach Generation direkt nachdem Cedric stirbt. Also Cedric lebt aktuell noch, nur so zur Beruhigung. Aber Cedric wird vermutlich jetzt nicht mehr so extrem lange leben. Denn er ist ja auch schon ein Senior und April ist jetzt, glaube ich, schon 3 Tage tot oder so. Und die Kinder sind jetzt schon erwachsen.
Und da werde ich vermutlich April zwischendrin mal in eine Wohnung stecken. Und ich habe jetzt schon, welche Wohnung ich da nehmen werde, denn Standing Cinema hat gerade erst ein Current Household Update rausgebracht, wo sie eben ihre eigene Peach Generation vorstellt. Und da war ich direkt Feuer und Flamme, denn ich habe mir gedacht, yay, ich muss keine eigene Wohnung bauen. Also ich baue wirklich gern Wohnungen, auch gerne für meinen eigenen Haushalt. Aber das Ding dabei ist einfach, ich habe ja so viel mit Peach und Rosa und so gebaut, dass ich eigentlich recht erleichtert war, dass ich jetzt nicht noch mehr mit den Farben hier bauen muss, sozusagen. Also nicht muss, ich bin ja nicht dazu gezwungen, aber dass es eigentlich so ein angenehmes Gefühl ist, dass ich mich darum jetzt nicht kümmern muss und mich nicht stressen muss, sondern dass ich einfach ein fertiges Haus nehmen kann. Vor allem, weil ich auch weiß, dass Standings immer super, super hübsch baut. Und ja, deswegen freue ich mich dann schon, wenn ich sie umziehen lasse, und dann sparen wir einfach auf dieses Haus, wie es dann später dann Familienhaus wird. Wir müssen ja sowieso einen Partner für sie finden, und da kommt übrigens auch ihr ins Spiel. Also ich habe letztens schon auf Discord so ein bisschen gequatscht, und da habe ich schon gesagt, oh, ihr könnt mir ruhig Polizisten, also Kollegen erstellen und unter Umständen auch potenzielle Partner für unsere liebe Lady, denn Amber, ja, sollte ja einen Arbeitskollegen dann später heiraten, und ich muss sagen, ich bin, was die Sexualität für die angeht, an sich sehr flexibel, also ihr könnt ja mal ruhig Männer und Frauen erstellen, und ja, vielleicht finden wir dann ja was Passendes, beziehungsweise vielleicht harmoniert sie dann einfach mit jemandem. Übrigens, ich habe ja gerade den Basketballkorb platziert und direkt daneben ist das Fenster. Ich denke mir immer, meine Mutter hätte mich vermutlich getötet, wenn ich jetzt da Basketball gespielt hätte. Direkt neben dem Esszimmerfenster vor allem. Oh mein Gott. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, es sind irgendwo immer Fenster und ich hätte es höchstens dann hinten an der Rückwand, wo dann die Ranken und so weiter sich nach oben ranken. Dort hätte ich das noch platzieren können, aber ja. Ich habe mich dann schließlich für hier entschieden, und auch wenn wir nur ein Kind haben, habe ich beschlossen, dass ich schon so ein bisschen eine kleine Spieloase mache, denn ich glaube, dass die relativ viel Zeit draußen an der frischen Luft verbringen. Ich kann mir auch vorstellen, dass April vielleicht mit ihren Kindern, also beziehungsweise mit ihrem Kind, also es werden vermutlich ein oder zwei Kinder werden, ich weiß noch nicht, aber ich wollte auf jeden Fall mal ein bisschen weniger Kinder haben, denn ich möchte ja auch nicht immer nur dasselbe spielen. Und ich glaube, dass die gerne Zeit hier draußen verbringen, und ich kann mir eben gut vorstellen, dass wir vielleicht ein paar Grillpartys oder so schmeißen. Und ja, wir sind jetzt schon am Ende von unserem Haus hier. Also ja, sie ziehen dann übrigens nach der Sol Valley, was man vielleicht schon an der Umgebung so ein bisschen sehen kann. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Speedbuild und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es mit der Not-So-Berry-Challenge entweder hoffentlich schon wieder weitergeht oder eben mit dem nächsten Speedbuild, der dann, das Delgado-Haus, das neue, also nicht renoviert, sondern eben neu gebaut beinhalten wird. Also, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye!